Bei der Verdacht eines groß angelegten Wirtschaftsvergehens besteht, bitten wir Sie und so weiter und so weiter. Das hat uns im Moment gerade noch gefehlt. Ich muss diesen Frank rumkriegen, sonst ist es aus. Jawohl, aus. Wir halten hier alle ziemlich eng zusammen, wissen Sie? Es geht ums Überleben. Es geht darum, dass wir nicht auf der Strecke sind. Es geht um den Verdacht, dass Sie, das heißt Ihre Firma, Kartellabsprachen mit anderen Unternehmen Ihrer Kategorie getroffen haben. Was Sie uns jetzt vorschlagen, Herr Zorn, verstößt aber ebenso gegen die Bestimmung. Gemeinsames Privatvermögen beläuft sich immerhin noch auf. Das werden wir jetzt wohl restlos mobilisieren müssen, Vater. Wenn wir nicht geschäftlich auf der Strecke bleiben wollen. Naja. Und die zurückgewonnene Butter, was machen wir damit? Ich meine, die wird doch vom Hin- und Herschicken nicht gerade besser. Ein Sonderangebot, was denn sonst? Sie müssen die Gesamtmenge ausrechnen, Chef. Das Gewicht der einzelnen Substanzen habe ich gemacht, hier, mit meinem Computer. Damit.